Servus und hallo, willkommen liebe Leute zurück zu Stellaris. Das war falsch. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu Star Trek Infinite. Danke fürs Wiedereinschalten. Ja, wir sind in Folge 2 von unserem Let's Play mit den Romulanern. Wir sind gerade in Romulus und schauen auf diese wunderhübsche Sonne. Und ich würde sagen, wir lassen einfach mal laufen. Gerade großartig machen können wir eh nichts, weil wir a. wenig Geld haben und ansonsten auch die Ressourcen noch fehlen. Wir haben schon ein bisschen was in Auftrag gegeben. Zum Beispiel haben wir dem Forschungsschiff Aufgaben gegeben und auch dem Bauschiff. Dem komplett auf den Grund gegangen. Die gesamte Galaxie schaut auf uns, die Föderation und das Klingonische Reich beobachten jeden unserer Schritte und warten nur darauf, dass wir einen Fehler machen, der uns in der Kittemer-Affäre kompromittieren könnte. Genau, wir haben die Klingonen angegriffen, einen Außenposten, und jetzt gehört Kittemer uns und das finden komischerweise die Klingonen nicht so geil, weiß ich auch nicht warum. Die Spionageabwehr läuft bereits, unsere Spione arbeiten unermüdlich daran, jede Spur, die zu uns führen und unseren Feinden Informationen über unsere Aktionen geben könnte, zu verfälschen, zu verwischen und zu verschleiern. Unsere Spione stehen uns daher nicht für andere Aufgaben zur Verfügung, bis unser Vorteil gesichert ist. Ah ja, okay. So ist das. Das ist dann ein kleiner Nachteil auch noch zum Spielstart für die Romulaner. So, da kommt gerade die Föderation. Die schaut sich auch mal Wolf 359 an. Ist das die Enterprise, hä? Captain Jean-Luc Picard? Dann ist er ja bald ein Borg, oder? Nein, das ist er. Das ist nicht. Das ist nicht der Jean-Luc. Aber wir können uns ja mal ein kleines Schiffchen hier anschauen. Wenn wir ranzoomen können. Ja, schaut schon ganz nice aus. Ich freue mich schon auf die tollen Militärflotten von uns. Ja, das sind noch ganz kleine, ganz mini Schiffchen. Da geht dann auch auf jeden Fall noch mehr in naher Zukunft. Ja, ich bearbeite übrigens gerade die Folge 1. Die sollte dann bald online gehen. Und ja, muss dann vielleicht einen kurzen Cut machen, damit ich die dann live schalten kann. Handelsangebot. Wir akzeptieren. Ja, genau, das war halt dieser lustige Handel mit den Romulanern, wo wir ihnen mit den Klingonen, ja, mit der Föderation vielleicht, wo wir ihnen etwas geschenkt haben. Schauen wir mal, ob uns die jetzt irgendwie besonders geil mögen. Nachdem wir so nett waren. Unsere Meinung über sie, minus 33, Romulasche Neugier. Empfänglich, okay. Botschaft einrichten. Richten Sie auf der Hauptstadt eine Botschaft ein, um die Effekte befreundeter Gesandter zu erhöhen und auszutauschen. Ja, machen wir das. Bestätigen wir das. Natürlich. Hey, Föderation. Wir haben doch nichts gegen euch. Ist das doch cool. Anderes Abkommen. Können wir schon irgendwie mehr machen? Ah, ja, fast. Fast klappt das. Von allen bekannten Reichen. Ja, das wäre eigentlich eh das. Ich glaube, die Sensorverbindung mögen sie gar nicht. Geht sogar. Wie wäre es mit... Was wollen wir denn loswerden? Legierungen? Deuterium. Ja, komm, machen wir den Klassiker mit Energie-Credits. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ihnen natürlich nicht zu viel geben. Gerade so, dass sie es annehmen, dass am Ende eine 1 dabei rumkommt. Also 80 Credits. Dafür gibt es eine schöne Kommunikation. Let us converse. Das ist doch cool. Neutrale Zone auflösen, das machen wir dann später. Später, aber erstmal wollen wir sehen, was die Föderation sieht. Gleich soll es aufploppen hier. Die haben ja einen Untertanen, den würde ich nämlich ganz gerne mal sehen.
Ah ja. Mhm. Einladung zu Forschungsabkommen. Die Betazoiden. Betazoid Houses. Betaset. Kenne ich die jetzt auch schon? Ja. Die sieht ja lustig aus. We will do our best to understand. Vorsichtig. Beziehung verbessern. Jetzt könnte ich irgendwen hinschicken. Akzeptieren wir das mal. Mission anfragen. Mission von Betazoid anfordern. Durch Abschluss der Mission wird sich die Meinung über uns verbessern. So, jetzt fehlschlagen, dann geht's nach hinten los. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie besiege die Borg als Mission. Das wäre dann nicht so toll. Können wir das vielleicht bei anderen auch machen? Hier, Föderation, ihr liebt uns ja gerade. Warp-Vereinbarung aufsetzen. Neutrale Zone, Botschafter, Handelsankommen, Absprüche. Ja, okay, dann nicht. Offenbar nicht mit den großen Reichen. Our Union greets you. Botschaft einrichten. Wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Interessanterweise mögen sie ich. Mögen uns die noch, aber wahrscheinlich, weil einfach noch nicht herausgekommen ist, dass wir da eventuell ein bisschen Schuld an diversen Dingen haben. Na, nee, das ist mir noch zu teuer. Aber ich könnte euch ja einfach am Anfang was schenken. Hier, wie wäre es mit... Ihr wollt nicht einmal Energie-Credits haben? Ihr wollt nichts geschenkt haben? Ihr seid aber auch interessant, Leute. Nö, nö. Von euch nehmen wir nichts. Ach, Cardassianer. Klingone, wie sieht es mit euch aus? Money house. Die haben irgendwie keinen Bock auf uns. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwas ist... Oh, es geht aber da sogar. Geht sogar. Informationen, Kommunikation und aktive Sensor. Geschichten. Minus 1000, das mögen sie nicht. Aber Kommunikation würde gehen. Na dann. Hier, ein paar Credits. Ist in Ordnung. Wir schenken euch... Wir sind ja gönnerhaft, ne? Hier, bitte. Kommunikation, Kommunikation und Credits. Ja. Daggers Talk. Money. Ja, ja. Daggers Talk. We will do our best to understand you. Ja, jetzt ist halt die Frage. Die sind ein bisschen weiter weg. Das ist jetzt nicht so spannend. Das wäre interessanter, was die anderen hier sehen. Vielleicht ist da jemand in der Nähe. Weil mit dem können wir dann gerne eine Quest machen. Ansonsten dauert es halt ewig, bis wir da unten sind bei den Betazoiden. Und mit denen dann Geschäfte machen. Let us converse. Kommunikation, aktive, genau, wir akzeptieren. Das war Let richtig. Us wir haben eine We Botschaft. Will do our best to understand you. KI-Haltung vorsichtig. Das ist zum Beispiel neu im Vergleich zu Stellaris mit diesen Quests hier. Wir haben derzeit schlechte Beziehungen, minus 60. Erinnert mich so ein bisschen an Civilization. Angespannte Beziehungen, neutrale Beziehungen zwischen zwei Reichen. Verschiedene Stufen, jede Stufe bei diplomatischen Vereinbarungen zwischen beiden Nationen unterzeichnet werden können. Wir sind vorsichtig. Und es wird halt dann besser, wenn wir Quests für die machen, wie bei Civilization, wenn man Barbarenlager zerstört. Unabhängigkeit garantieren, würden sie mögen, aber ja, ich weiß ja nicht. Erstmal vielleicht nicht. Beleidigen vielleicht auch erstmal nicht. Beschäftigt mit Betazoid die Geschichten zu verbessern. Beziehung verbessern.
Let us converse. Beziehung verbessern. Ja, mit der Föderation ist gar nicht so schlecht. Komm, komm, das passt. Wir sind im Juni 2346. 36 Legierungen haben wir. Daggers talk. Money howls. Wir lehnen ab. Achso, okay, die Kommunikation ist abgelehnt worden, weil ich habe es jetzt zweimal geschickt, weil vorher kam keine Antwort, aber die brauchen einfach offenbar Ewigkeiten, dass die mal antworten. So, 43 Legierungen haben wir. Wenn ich jetzt in die Schiffswerft schaue und wir ein Forschungsschiff kaufen wollen, kostet mich das noch ein paar mehr Legierungen. 32 brauche ich. So, jetzt ist natürlich die Frage, hat jemand Bock zu handeln? Ja, ja, let us converse. Handelsabkommen anbieten. Wie wäre es, wenn ihr mir Legierungen gebt? Give, ne, auf der anderen Seite, Ressource, give, und ihr sollt uns gerne bitte Legierungen geben. Und zwar 32 Stück. Ich kann das nicht eintippen und ich hasse dieses, sich die ganze Zeit festgefahrene Menü. War das jetzt Deutsch? Weiß ich nicht. Ich mag das Menü nicht, was da die ganze Zeit rumfährt. Okay, die haben überhaupt keinen Bock. Die haben keinen Bock, Legierungen herzugeben. Das ist wahrscheinlich gerade das beste Gut, was es so gibt. Beste Gut, wo es gibt. Ich kann dir dann alles andere anbieten. Wollen sie nicht. Wie schaut es mit Nahrung aus? Naja, gut, dann nicht. Die anderen mögen mich, glaube ich, noch weniger. Machen wir mal kurz den Check. Ja, die mögen uns doch am liebsten, die Föderation. Naja, dann nicht, dann machen wir es anders. Dann kaufe ich einfach am Markt. Und zwar 25. Und das nächste ist dann 125 oder was? Ja, ich weiß nicht. Machen wir vielleicht zweimal 25. Das ist auch in Ordnung. Und dann haben wir nämlich schon mal einen Vorteil, wenn wir jetzt noch ein Forschungsschiff kaufen. Schiffswerft, und wir gehen in das Forschungsschiff rein. Passt. Und dann müssen wir aber auch noch jemanden zuweisen. Das heißt, wir brauchen noch einen neuen Forscher. Das muss ich gleich was trinken. Das wird, glaube ich, teuer werden. Am Anfang werde ich mich da ein paar Mal durchklicken, bis ich das richtige Menü erwische. Ja, und die Missionen. Danke für den Hinweis übrigens in den Kommentaren. Die Missionen müssen wir uns natürlich auch noch gleich anschauen. Das werden wir gleich machen. So. Wir gehen auf Wissenschaftler hinzufügen. Wir haben einen, der 500 kostet, die anderen kosten alle 1000. Vorteil davon ist, dass die Kosten klarerweise weniger sind. Der ist auch erst 29 Jahre alt. Das ist ein bisschen anders als bei den Udine. Da waren ja alle Anführer irgendwie... Wie alt so? Um die 500? Ein bisschen anders als hier die 29 Jahre. Forschungsgeschwindigkeit, Industrie. Monatliche Einigkeit, Forschungsgeschwindigkeit, Staatskunst. Ja, komm, dann rekrutieren wir den einfach. Die 500 können wir uns noch leisten. Ganz schön teuer. Und das wird gerade gebaut. Also das eine wird gebaut, das andere hier erforscht gerade Wolf 359. Gemeinsam mit der Föderation. Ich mach mal nebenbei ein bisschen schneller. Construction successful. Aufwärme abgeschlossen. Wir haben ein neues Forschungsschiff. Und dann weise ich mal einen neuen zu, der hier ist verfügbar. Dann let's go. Einmal reinpacken. Und die schicken wir jetzt darauf. Einmal System erkunden. Und hier bitte auch. Das wäre ja praktisch, das liegt hier gleich daneben. Dann flieg mal darauf und erkunde mal fleißig. Gut, gut, gut. Ja, soweit läuft das ganz gut.
Ungewohnt übrigens, dass er nicht speichern kann. Ja, genau. Und wir sind jetzt, das wollen wir uns natürlich anschauen, der Missionsbaum. Hier. Das sind die romulanischen Missionen. Viele sind es nicht. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was dazu, aber ja, schaut so aus, als wäre Wiedervereinigung die letzte Mission. Und im Moment können wir noch nichts machen. Saatgut und Futtermittel. Wir müssten noch mehr geschlossene Grenzen zu anderen Reichen haben. Und wir müssen Spione rekrutieren. Und dann geht das hier. Spione rekrutieren. Nun. Das geht noch nicht. Warum geht das noch nicht? Muss ich das erforschen? Gibt mir nach bei minus 2. Ah ja, okay, das war diese Sache. Verstehe schon, ja. Die sind noch nicht verfügbar, weil die müssen noch quasi vertuschen, dass wir da dahinter stecken. Ich hoffe, das kommt niemals raus. Ich hoffe, die sehen niemals unser Let's Play. Dann sind wir am Sack. Passt. So, ein Forschungsschiff ist da gerade im Defron-System. We have surveyed a new astronomical region. Wolf 359. Oh, 80% Bewohnbarkeit. Hohohoho. Ja, okay. Eine 12er Größe geht. Ist okay. Ja. Wäre interessant. Das Konstruktionsschiff, das ist noch unterwegs. Und danach... Bergbaustation, Außenposten bauen. Dafür fehlen uns dann wieder massiv Legierungen und außerdem noch ein bisschen Einfluss. Das braucht dann noch. Na gut. Okay. Dann können wir da aktuell noch nichts machen. Dann gucken wir uns mal so die anderen Planeten und Sektoren an. Da gibt es ja auch einen Planeten. Vielleicht ist der ja auch relevant für uns. Wäre natürlich praktisch, Wolf 359 uns zu gönnen. Wäre gar nicht das Allerschlechteste. Okay. Sehe ich jetzt irgendwie mehr, weil ich ja mit den Klingonen ein Forschungsabkommen habe. Botschaft einrichten, die offenen Grenzen. Nee, das machen wir nicht. Außerdem brauchen wir für unsere Quest... die geschlossenen Grenzen. Ich muss einfach noch einen zusätzlichen kennenlernen, mit dem ich dann die Grenzen schließen kann. Handelsabkommen anbieten. System transferieren. Na, habt ihr Bock? Dieses Krios zum Beispiel. Wollt ihr uns das hergeben? Und wir bieten euch alle Mineralien? All unser Deuterium? Alles an Nahrung? Alle Legierungen? Schade. Komisch, also überhaupt keinen Bock. Soll ich es trotzdem rausschicken? Aber nur zum Spaß. Money how? Ja, die sind gerade bei Beta Suit House zugange und die anderen bei der Föderation. Speaking of Föderation. Was könnte man sonst noch machen? Wir haben eh schon was am Laufen. Wir schenken immer wieder einen Energiecredit. Ja, Moment. Pause. Unheimliche Höhle. Tarkan hat eine... ist das nicht ein Sänger? Er hat eine unheimliche Höhle gefunden. Unsere Scans... haben ein umfangreiches Höhlensystem unter der Oberfläche von Defron 1 entdeckt. Planetare Zusammensetzung liegt nahe, dass die Höhlen Titrium enthalten könnten. Vorerst sein lassen oder Forschung nach Beendigung wird das Schiff
seine vorherige Aufgabe fortsetzen. Schwierigkeitsgrad 1 ist was jetzt? Forschungsdauer, Erkundung, relative Schwierigkeit, Routine. Ja, ja, das sollte passen. Ja, mach das. Erkundung von Defon 0% plus 5 Befehle, dieses Schiff mit der Forschung der Anomalie beauftragt nach Beendigung des Schiffs seiner Forschung. Ah, ja, ja, passt. Mach, mach, mach. Okay. Wie sieht's da aus? Eine Botschaft könnten wir bei den Kardashians machen. Beziehung kann man nicht verbessern, weil wir haben gerade niemanden, der verfügbar ist. Mhm. Passt. Danke, Kardashians. Kann ich jetzt mit euch ein Handelsabkommen anprangern, anmachen? Und 12, ja, das dauert, das ist immer noch nicht cool. Kommunikation, 11. Aktive Sensorverbindung. Und wie viele Energie-Credits wollt ihr haben? Nee. Migrationsabkommen. Beta-Zoid und die Föderation. Die kommen uns da schon voraus. 106 haben wir jetzt an Legierungen. Das heißt. Forschungsschiff. Was soll ich machen? Hier. Wolf 359. Ja, okay, das eine würde gehen, das zweite geht noch nicht. Das braucht noch ein bisschen, bis ich hier eine Sternenbasis bauen kann. Einfluss ist nämlich etwas, was ich nicht handeln kann. Leider. Our Union greets you. Was können wir denn mit euch machen, Bajorana? Können wir mit euch eine Quest machen? Mission anfragen? Empfänger muss unabhängig sein. Ah, okay, dann wird das gehen. Untertan befreien? Naja, gerade nicht so unbedingt. Besetzter Staat. Unabhängigkeit unterstützt von Klingonen und Föderation. Okay. Also nicht, ob ich da mitmachen sollte, weil so richtig zum Krieg ist es ja auch noch nicht gekommen. Wenn ich das richtig sehe. Die wollen zwar die Unabhängigkeit erklären, aber ich weiß nicht, wie sie es genau machen wollen. Das wird sicher noch interessant. So, wir können Mission anfangen. Die können keine. Wir haben zu wenig Credits, um eine Mission zu machen. Ja, Sabalot. Oh, wie gut das auch aussieht hier. Ein Shuttle im Orbit von Orkorlet. Ermittelt blendete Lichtstrahlen in mehreren Farben. Das chromatische Shuttle antwortet nicht. Es wurde aber Lebenszeichen entdeckt. Schwierigkeit Grad Routine. Wir wollen forschen. Da ist der Wurm drin. Dune. Crewmitglied der IRFs Haliev. Das ist eins von unseren Schiffen. Ist eine Stunde nach Besichtigung des Höhensystems auf Defron verschwunden. Nicht so gut. Gar nicht so gut. Hier das Schiff hier. Persönlichen Datenträger haben aufgenommen. Das ist nicht gut, ein Wesen mit Schutzhaut, das nicht von Energiewaffen durchdrungen werden kann. Forensische Analyse der Aufnahme hat ergeben, dass diese fleischfressenden Höhlenwürmer seltenen Tetrionen der Höhle zu absorbieren scheinen, um ihre panzerartige Schutzhaut zu bilden. Es ist gut möglich, dass sie lediglich ihre
kostbare Ressource verteidigen. Maskieren und studieren wir die Höhlenwürmer oder neutralisieren wir die Würmer? Spezialtrupp wird die Beste ausschalten, damit wir die Ressource abbauen können. Wir bekommen dann 250 von Tetreon. Oder ansonsten bekommen wir einfach einen Forschungsboost dadurch, dass wir das uns angeschaut haben. Wir neutralisieren es. Wir neutralisieren es, weil das Tetreon können wir dann vielleicht handeln. Vielleicht mag das ja dann jemand haben, was uns wieder einen Vorteil bringen würde. Was bringt denn das Gouverneurschiff eigentlich? Kann ich euch beide vielleicht... Geh weg. Zusammenfassen, muss mindestens 2 Militärflotten mit demselben Schiffstyp geben. Okay, geht nicht. Schade. Ah, und das ist die Warp-Reichweite. Das hat auch wer in den Kommentaren geschrieben. Also, davon gehe ich jetzt mal aus, dass das die Warp-Reichweite ist. Das macht schon durchaus Sinn. Und da mal die First Fleet. Okay. 30% Bewohnbarkeit, nicht so nice. Die Föderation ist hier unten gerade unterwegs. Klingonen haben sich noch nicht ausgebreitet, die Cardassianer auch noch nicht. Das passt noch. Genau, und ich hoffe, dass wir bald jemanden kennenlernen. Da mal wieder den Vortex. 1000 Energie-Credits brauchen wir. Als sich das Außenteam auf der Shuttle im Orbit von O'Quartet gebeamt hat, wurde es von einer Gruppe transparenter humanoider Wesen begrüßt, die etwas bewachen, das ein interaktiver, chromatischer Vortex zu sein scheint. Finde ich übrigens sehr nice, diese ganzen Quests hier auch, die sich auftun. Schön gemacht. Unsere Scans zufolge besteht der Vortex aus Energie, die aus einer Verzerrung der Raumzeit-Kontinuum stammt. Die Verzerrung hat ein mächtiges Portal in eine andere Dimension geöffnet, das sich jedoch rapide schließt. Ein Wurmloch. Die Lebensformen kommunizieren auf telepathische Weise mit unserem Außenteam und geben an, Reisende aus einer anderen Dimension zu sein und das Portal mangels Energie nicht länger aufrechterhalten zu können. Trotz ihrer offenkundigen technologischen Fortschrittlichkeit stecken die Lebensformen in unserer Galaxie fest und sind auf die Hilfe der ISS Femenilf angewiesen. Nun, wir können keine Energie-Credits geben, weil wir keine mehr haben. Wir könnten aber die Zeit laufen lassen, sehr lange laufen lassen, bis wir wieder auf 1000 sind, um das zu machen. Oder wir handeln, um an Energie-Credits zu kommen und ihnen zu helfen. Oder halten wir die Wesen fest, es wäre töricht, auf die Gelegenheit zu verzichten, eine neue Spezies zu erforschen. Oder wir scannen den Vortex aus der Ferne. 200 Erfahrung erhalten und Einigkeit bekommen. Nun, ja, cool wäre schon. Die Frage ist aber, ob wir das uns überhaupt leisten können. Und da gibt es auch noch ein Pop-up. Also gerade geht's los mit den ganzen Pop-ups. Ich weiß nicht, ob ich alles vorlesen soll. Es ist mir immer noch ein bisschen zu klein, trotz Interface-Skalierung. Wenn ich es übrigens noch mehr skalieren würde, dann kommen die ganzen Menüs damit nicht zurecht. Also 1,1 ist schon das Maximum. Dann könnte ich ein paar Menüs nicht mehr aufrufen, wenn ich es auf 1,2 packe. Aber ich werde mal schauen, ob das geht. Und ansonsten dann halt einfach, dass ihr es dann selber lest. Seit unsere Vorfahren in die Zeit des Erwachsens den Planeten Vulkan mit der fehlgeleiteten Lehren seines Propheten Surak den Rücken gekehrt hat, wissen wir, dass wir nicht allein im Universum sind. In den
30 Jahrhunderten, die seitdem vergangen sind, sind wir zahlreichen neuen Spezies begegnet? Fragezeichen. Von den Bedeutungslosen bis zu den Exotischen. Also quasi von der Föderation bis zu den Udine. Doch erst mit unseren neuesten Beobachtungen konnten wir die Bedeutung dieser Fülle wirklich erfassen und daraus schließen, dass unsere Galaxie nicht lediglich für die Entstehung von Leben geeignet ist, sondern eine Menagerie des Lebens ist. Wir sind immer noch die Besten. Oder wir werden weiter nach unserem Leben suchen. Oh ja, das wird 500 Energie-Credits bringen. Was halt gerade super der Hammer wäre. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch irgendwie an 60 Energie zu kommen für diesen Vortex. Anführer hat eine neue Stufe erhalten. Ja, passt. Ich hoffe, das geht dann auch mit dem Vortex. Nicht, dass jetzt das nicht mehr möglich ist, weil ja das Fenster hier schon offen ist. Okay, wir brauchen nicht unbedingt viel Geld, so 70 reichen. Einfach 100 Nahrung verkaufen. Ja. Und dann probieren wir das mal. Dann versorgen wir mal den Vortex mit Energie. 1000 Energie. Echt ganz schön viel, aber hey, schauen wir mal, was da rauskommt. New discovery to investigate. Das sieht nice aus. Ich mag die Bilder. Unsere Scans zeigen keine Leben. Danke. Obwohl die Oberfläche von Defron. Okay, leider kann ich das andere nicht mal anschauen. Obwohl die Oberfläche von Defron vollkommen karg erscheint, erlassen sich unsere Scans hier viele Arten von Pflanzen. Vielleicht wachsen sie an verborgenen Stellen. Vor uns sein lassen wir forschen. Es ist eine Routineforschung. Ja, dann machen wir das. So, was war das andere jetzt? Genau, der hat eine neue Stufe erreicht, der Anführer. Unsere Scans zeigen keine Lebensform auf Defron. Auf der Oberfläche gibt es jedoch tiefe Graben, aus denen Wasserdampf hervortritt. Ja, dann forschen wir das auch mal. Ja, erforsch mal beides. Ich hoffe, das geht. Er kennt sich gar nicht mehr aus. Links, rechts, oben, unten. Mach mal Defron. Okay, liebe Leute. So, das soll es mal gewesen sein. Ah ja, da unten, das wollte ich euch auch noch zeigen. Diplomatiekartenmodus, da kann man wieder wie in Stellaris die verschiedenen Modi durchschalten von der Karte. Nachbarskartenmodus, wer mit uns benachbart ist. KI-Grundhaltung, wer uns wie leiden kann. Dasselbe wie mit der Meinung, die ist jetzt sehr dunkel. Geheiminformationen haben wir auch. Diplomatie und Reichkartenmodus, da werden wir jetzt erstmal bleiben. Gut, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, danke euch fürs Zuschauen. Ich habe genug Einfluss gesammelt. Sehe ich gerade. Und beim nächsten Mal können wir eine Sternenbasis in Wolf 359 bauen und da langsam mal kolonisieren. Das ist doch nice. Das wäre erstmal so mein Plan. Gucken wir mal, ob der so aufgeht. Das dann in der nächsten Folge. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.